So, ich denke, wir fangen an. Es ist 2 Uhr. Herzlich willkommen zum Webinar Übersicht agile Methoden und Frameworks. Mein Name ist Alex Lichtenberger von der Glenfis. Das ist ja bereits das zweite Webinar zum Thema Agile. Letztes Mal ging es ja mehr um Scrum, aber es gibt ja nicht nur Scrum, es gibt noch viele andere agilen Methoden und Frameworks. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Ich habe Sie, also so ein paar logistische Hinweise, bevor ich richtig anfange. Ich habe Sie alle mute gestellt. Sie haben aber die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie können das tun, indem Sie in Ihrem Tool die Hand heben. Ich sehe das dann und kann Sie entweder via Audio freischalten oder das Ganze funktioniert auch via Chat. Gut, noch kurz zu meiner Person. Ja, Alex Lichtenberger bei Glenfis. Glenfis kennen Sie sicher, IT Service Management, Projekt Management, Governance, Beratung und Schulung. Ich mache beides, also primär Beratung. Das heißt, für die Projekte, die wir machen, sehr oft auch als Agile-Projekte durchgeführt. Ich bin Certified Scrum Master, Scrum Product Owner, also war dabei Jeff Sutherland, ist einer der Begründer von Scrum, und ich führe selber auch Trainings durch als Scrum Master und Agile-Experte. Ja, und regelmäßiger Blogger, Webinarhalter, also es lohnt sich doch mal blogitil.org vorbeizuschauen. Gut, was machen wir heute? Agile Methoden und Frameworks. Also bevor ich da in die einzelnen Strömungen eingehe, zuerst müssen wir erstmal über Agile generell sprechen. Also was hat das für eine Bedeutung heute und wo kommt das her? Ursprünglich kommt das ja aus der Industrie, Japan, Lean Management. Da werde ich ein paar Worte dazu verlieren und dann gehen wir in die einzelnen Strömungen ein. Also zuerst mal Scrum als populärstes Framework, dann Lean Kanban, also das ist eigentlich eine Kombination aus Lean Management und Kanban, hat sich auch sehr durchgesetzt in der IT-Welt. Und dann auch interessant, RAD, also Rapid Application Development, und dann die Weiterentwicklung, DSDM, also Dynamic System Development Method. Und CRISTAL, haben Sie vielleicht noch nie gehört, aber es kommt von Alistair Cockburn, wurde Mitte der 90er entwickelt. Er ist ein sehr prominenter Softwareentwickler. Und dann schauen wir auch noch andere Strömungen kurz an, wie Extreme Programming, Test-Driven Development, Feature-Driven Development. Es ist ja interessant, dass wir werden ja am Anfang über Agile generell sprechen, es gibt so Prinzipien und diese Prinzipien findet man überall wieder. Also wir werden viele Gemeinsamkeiten sehen, wir werden auch Unterschiede sehen und dann ist dann interessant die Frage, ja, welche was sind Vor- und Nachteile, für welches Umfeld ist dann welche Methode geeignet. Vielleicht haben Sie da auch Ihre Erfahrung gemacht in Ihrem Umfeld. Also das soll dann auch schlussendlich eine Diskussion sein, nicht einfach eine One-Way-Sache. Gut, und am Schluss noch ein paar Worte zum Thema Agile Training und FAQ am Schluss. Gut. Bevor wir in die einzelnen Strömungen gehen, müssen wir über Agile generell sprechen. Also was hat das heute für eine Bedeutung? Was sind die Treiber für die Entwicklung von agilen Methoden, Frameworks und was ist der Unterschied auch zwischen Agile und klassischen Wasserfallmethoden und klassischen Projektmanagement? Ja, also schauen wir uns zuerst mal ein paar Fakten an. Ich auf der Suche nach
Studien bin ich auf diese State of Agile Studie gestoßen. Die wird auch jedes Jahr aktualisiert. Da wird eine breite Basis von Unternehmen befragt. Und zuerst, ohne jetzt zu verstehen, oder was Agile genau bedeutet, 88% der befragten Unternehmen benutzen agile Methoden. Was sagt uns das? Ja, Agile ist offensichtlich ein Thema. Ja. Was man hier nicht sieht, das ist noch mehr ein Thema in den, im angloamerikanischen Raum, auch im asiatischen wie in Europa. Also vor allem, wenn man die Anwendung außerhalb der IT anschaut. Und dann auch noch interessant, jetzt, speziell auch für dieses Webinar, schon Scrum stellt mit Abstand die am meisten benutzte agile Methode dar. Und da gibt es dann so Scrum-Hybride, also Scrum-Kanban oder Scrum-Ban, das eigentliche Kanban oder Lean und dann DSDM. Das ist auch, wird offensichtlich auch gebraucht. Das ist einfach mal so empirisch, was Sache ist im Moment. Und ich habe unten noch einen Link, das können Sie sich auch runterladen. Noch recht interessant. Gut, jetzt die Frage, was sind denn die Treiber für die Entwicklung von agilen Methoden? Wieso ist es ein Thema? Was sich sicherlich die letzten Jahre verschärft hat, sich schnell ändernde Marktbedürfnisse. Also Time to Market wird da immer wichtiger. Technologie ändert sich immer schneller, die Technologiezyklen, die schneller werden. Und dann der dritte Punkt und der vierte ist eigentlich fast noch wichtiger, dass halt, man kann halt nicht alles von vornherein planen. Also schwer vorhersehbare Entwicklungsprozesse, man daraus eben die Notwendigkeit einer adaptiven Projektmanagement-Methode. Also ich werde euch noch später noch darauf eingehen, was es genau bedeutet. Also kurz gesagt, oder ihr kennt das, wenn ihr aus der Softwareentwicklung kommt, also es ist eine Illusion zu glauben, dass der Kunde schon von Anfang an genau weiß, was er will, oder man muss auch relativ schnell etwas zeigen und man geht dann iterativ von einem ersten Zustand oder ersten Ergebnis aus. Und schlussendlich ist dann halt auch die Qualität viel besser oder der Wert. Was noch gesagt werden muss, also die Notwendigkeit für agile Methoden ist nicht überall gegeben. Es gibt dann durchaus Projekte, wo man sagt, ja, das würde ich jetzt nicht unbedingt agile machen. Das kann man sich klar nach Wasserfall oder das ist von Anfang an genau alles planbar. Plan, Build, Test, Deploy, Wasserfallmäßig. Ja, aber das ist halt immer seltener der Fall. Sie können vielleicht auch aus eigener Erfahrung mal fragen, Ihre Projekte, oder wo war das der Fall und wo nicht. Gut. Ja, wo kommt jetzt eine interessante Folie? Jetzt gehen wir mal zurück in der Geschichte. Wo kommt das Ganze her? Also, die Ursprünge vom Agile sind ganz klar im Lean Management. Also da denken wir primär an Toyota. Und konzeptionell war es Nonaka und Takeuchi, die haben dieses Konzept der Knowledge Spiral entwickelt. Das ist eigentlich, ja, wenn man so sagt, Learning by Doing. Das wurde dann übersetzt in das Lean Management Konzept, das bei Firmen wie Toyota, 3M, Honda und inzwischen fast überall in der Industrie implementiert ist. Ich werde später, weil es gibt auch Lean Kanban Software Development, ich werde euch noch erklären, was die Prinzipien sind dahinter. Aber es hat viel mit kontinuierlicher Verbesserung zu tun, mit autonomen Teams, inkrementell sich verbessern, Reduction of Waste, werden wir später noch sehen. Gut, das sozusagen aus der Industrie. Und dann das erste Mal, wo das wirklich auf die
ja, so richtig auf die Softwarewelt übertragen wurde, das war dann dieses Agile Manifesto, ne? Ja, die Anwendung von Lean auf die Softwareentwicklung, und ihr könnt, es gibt eine Website, agilemanifesto.org, und da wurden vier Statements abgegeben. Ich glaube, da ist viel Weisheit drin, ne? Also man darf es auch nicht falsch verstehen, ne? Also der unterste Satz ist eigentlich fast der wichtigste. Also wir sehen Individuals and Interactions over Process and Tools. Also es ist so zu verstehen, dass die Leute, die dieses Manifesto geschrieben haben, sie glauben, Prozesse und Tools sind wichtig, ne? Aber die Individuen und die Interaktionen sind eben wichtiger, ne? Und das ist, also ich kann das absolut bestätigen, oder wenn Projekte scheitern, ne? Also ich meine, schlussendlich sind ja die Leute, die liefern, ne? Die den Wert liefern, auch im Projekt. Ne? Und dort muss auch dann der Fokus gelegt werden. Ne? Dort sind auch die Gründe, wieso Projekte scheitern. Ne? Dann der zweite auch, das ist sehr gut. Ne? Also, ich meine, heutzutage es wird viel Dokumentation produziert. Ne? Aber wenn man sich den Wert anschaut, ein Dokument ist immer ein Weg zum Ziel. Ne? Und was schlussendlich zählt, wenn man es in der Softwareentwicklung, ist auch die Working Software. Heute könnte man Software, das kann man für alles andere auch verwenden, nämlich das, was schlussendlich den Wert liefert. Um dorthin zu kommen, braucht es vielleicht Dokumentation. Ja. Dann der dritte, auch absolut wahre, Customer Collaboration over Contract Negotiation. Ja. Und der vierte, das ist eben jetzt genau das, so ein Zielkonflikt. Einerseits will man eine Stabilität, man will einem Plan folgen, aber andererseits muss man auch Änderungen ja, respektieren und was damit machen. Ne? Weil das schlussendlich ist der Kunde, den Projekt Deliverables erhält, und wenn er dann am Schluss sagt, ja, eigentlich wollte ich das gar nicht, wollte etwas ganz anderes, das ist nämlich genau das Problem. Oder wenn man ihn nicht permanent abholt, also Responding Change. Und wie gesagt, das Rechts ist wichtig, aber links, das ist der Fokus. Und das sind auch die agilen Methoden, die legen da, machen Vorschläge, Praktiken, oder wie organisiere ich mich da wirklich damit ich beispielsweise eben das Change Management, Projekt Change Management da in den Griff bekomme, ohne sagen wir, eine gewisse Projektstabilität zu verlieren. Gut, was hat sich geändert? Wir haben ja klassisch Wasserfall. Rechts seht ihr auch das klassische Projektleiter-Dreieck. Also ein guter Projektleiter muss immer die drei Dinge unter Kontrolle haben. Ne? Umfang, also die Qualität, was geliefert wird, Kosten und Zeit. Ne? Drei Eckpunkte, und wenn es da, sagen wir, Änderungen gibt, dann hat das immer auch einen Einfluss. Also ich habe plötzlich weniger Zeit zur Verfügung, das heißt, da muss ich vermutlich am Scope, also am Umfang etwas ändern. Ne? Oder ich brauche mehr Geld, mehr Ressourcen. Ne? Das ist Expectation Management. Aber wenn wir da links die klassischen Phasen anschauen, dann seht ihr diese Linie. Wir sprechen jetzt wirklich von Wert. Oder? Der Wert ist halt wirklich am Schluss gegenüber dem Kunden hier, wenn was geliefert wird. Ne? Das heißt, wir haben Phase, Analyse, da gibt es ein Sign-off, dann das Design, ein Dokument Sign-off, dann wird implementiert, getestet gegenüber dem Design, ne? Und dann wird das Ganze released to production. Ne? Mit Agile, und das haben jetzt wirklich alle die agilen Methoden gemeinsam, da läuft das halt, sagen wir, iterativ, adaptiv und inkrementell. Ne? Also in der Regel haben wir schon eine Initiate-Phase. Wir sehen das, ja, wir sehen das auch bei Scrum, bei ESDM und bei anderen, wo mal die Projektvision generiert wird, grundsätzliche Anforderungen. Und dann gehen wir halt
kleinen Zyklen vor. Also es wird was auf sich zurückgeliefert, sodass der Kunde relativ bald sieht. Und so kann er dann eben auch, bekommt eine genauere Idee, was er überhaupt will. Also man nähert sich so dem Zielbild, aber man liefert, also das ist mal das eine, aber es ist halt auch, das ganze Deliverable wird in kleine Stücke zerteilt, das heißt, wir kontinuierlich Wert generiert. Und das finde ich jetzt auch noch spannend, oder? Man hat dann gegenüber dem klassischen Iron Triangle, könnte man sagen, das Agile Triangle. Oder? Also auf der einen Seite haben wir auch Einschränkungen, also Constraints, das bezieht sich eigentlich so eher auf das. Oder? Also man hat ein Budget, man hat eine gewisse Zeit zur Verfügung, oder? Das muss man immer im Blickfeld behalten. Und dann sehr interessant, Qualität und Value. Also da muss man sich verstehen, das sind zwei verschiedene Dinge. Wenn der Kunde oder die anderen, wenn mal Anforderungen definiert, dass eine bestimmte Qualität, da kann man auch davon ausgehen, dass das einen Wert generiert. Also ich rede jetzt wirklich Wert im Sinn von Return on Investment. Es kann aber sein, dass dann, oder, wenn man dann gerade im klassischen Vorgehen, man liefert das, was man mal abgemacht hat, die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Oder der Kunde hat gar noch nicht genau gewusst, was er will, oder? Das ist Realität. Und dann ist eben der Wert, man liefert zwar die Qualität, die man vereinbart hat, aber es hat keinen Wert mehr. Oder? Ja. Habt ihr vielleicht auch schon erlebt. Oder? Und da ist halt, dass eben auch bei allen agilen Methoden, dass der Wert, also steht immer im Boden, es wird kontinuierlich die Wertgenerierung gemessen. Also das ist immer so konzeptionell, oder ich denke, ich verstehe jetzt auch schon da die Vorteile von dem. Aber es ist halt, es braucht dann trotzdem eine Methodik dahinter, um da das Ganze strukturiert zu machen. Ja, noch Agile wird oft auch missverstanden. Also wenn wir zurückgehen auf das Agile Manifest, da steht ja Working Software is more important than Documentation. Da sagen viele, in dem Fall muss ich nichts mehr dokumentieren. Ne? Ja, oder so, ja, wir machen jetzt auch Agile. Ne? Ja, was macht ihr dann? Ja, wir dokumentieren nichts mehr. Ne? Und das sieht man jetzt in auch schön an dem Beispiel. Ne? Also man muss auch sehen, in der Realität heißt im Agile, also wenn man zum Beispiel Scrum anwendet, heißt tendenziell sogar mehr Planung und Dokumentation. Ne? Es wird halt eben kontinuierlich, werden die Pläne verifiziert. Ne? In dem Fall geht der Product Backlog, es wird ein Sprintplan übersetzt. Ne? Also da, aber so wie ihr jetzt in Dilbert seht, das ist sehr, sehr verbreitet. Ja, jetzt machen wir mal Agile. Ne? Und, so ein Stil, chaotisches Programmieren. Aber das genau das ist nicht das sehr strukturierte. Ja, ich habe mal gesucht, oder was heißt Agile auch? Eben, es gibt diesen Zielkonflikt zwischen Stabilität und Flexibilität. Ne? Das, also man sagt, das ist wirklich ein Konflikt. Man kann nicht, wenn man mehr Stabilität will, dann heißt das, man verliert Flexibilität. Also wenn man sehr flexibel sein will, immer auf Kundenanforderungen reagiert, dann geht es in der Regel auf Kosten der Stabilität. Das gilt ja zum Beispiel auch im Service Management, auch im Operational. Und Agile hat es eben, die agilen Methoden haben es eben geschafft, da auch was auf ein hohes Level zu bringen, in Einklang. Und unten, was ich auch noch interessant, eine Retrospektive zu machen, also die Ursprünge von Agile, die liegen ja auf das 90er Jahre, 80er Jahre Lean Management, Industrie.
Die IT hat das quasi speziell die Softwareentwicklung, weil dort haben wir es ja am meisten schwer vorhersehbaren Entwicklungsprozessen zu tun. Die haben das adaptiert und sie haben es eben formalisiert, noch stärker formalisiert. Typisch IT. Ne? IT-Leute brauchen immer Formalisierung. Und dann, seit ein paar Jahren, werden jetzt aber diese Methoden auch außerhalb der Softwarewelt benutzt und sogar außerhalb der IT, also in den USA extrem verbreitet. Also, da wurden Airline-Fusionen komplett geplant mit Scrum, also Delta, Northwest Airline, das größte Radionetzwerk in den USA, das wird alles mit, das sind Scrum war und das wird alles iterativ entwickelt. Das ist sehr, also man hat quasi das wieder nach außen getragen, oder die Erkenntnisse aus der IT. Gut, jetzt mal schauen, ob es da eine Frage gibt. Nein, seid ihr da bei mir? Ja, also dann noch, bevor wir da jetzt in die nächste oder erste agile Methode gehen. Es gibt da auch Studien. Das ist wirklich, ich meine, Agile ist nicht was Exotisches. Es ist in den USA, es ist auch in Europa, sondern das ist wirklich Mainstream. Das stellt sich die Frage gar nicht mehr, das macht Projekte agil. Ne? Und das zeigt sich eben auch dann in der Erfolgsrate. Ne? Klassisch Wasserball halt, sagen wir, viel mehr schiefgegangene Projekte. Was aber spannend ist, challenged, ne? Projekte, auch im Agile-Bereich. Ne? Viele, sagen wir mal, Orange-Projekte, die den Wert schlussendlich nicht vollumfänglich und nicht on time oder Kosten geliefert haben. Also ihr werdet sehen, diese agilen Methoden, die sind eigentlich auch sehr einfach zu verstehen, es ist nicht Rocket Science, aber es ist extrem schwierig zu implementieren, weil es hat eben viel auch mit, es erfordert eben auch ein radikales Umdenken. Und eine andere Art zu arbeiten. So viel zur Übersicht, also das war nicht so mal in der Einführung. Oder was hat Agile für eine Bedeutung? Wo kommt es her? Wie unterscheidet es sich von Agile, vom Wasserfall? Und jetzt würden wir in die einzelnen, ich sage das mal Strömungen, ich meine zum Beispiel, ist es jetzt ein Framework, ist es eine Methode, sind es Prinzipien, wie auch immer, gehen wir mal ins erste, Scrum, ich benutze zuerst Scrum, weil das ist sehr, sehr strukturiert und ist auch, ja, wenn wir durch den Scrum-Prozess gehen, recht einfach zu verstehen. Was ist Scrum? Ja, hier beiden haben wir schon mal sehr verbreitet. Kommt, also es hat auch, war damals, da hat die Möglichkeit, Jeff Sutherland kennenzulernen, als der Erfinder von Scrum. Der sieht sich klar beeinflusst vom Lean Management. Und ursprünglich ist eben, wurde das auch verstanden, oder eine Art und Weise, wie man sich im Team organisiert. Ja? Also getting things done. Ja? Also sowohl in der Designphase wie auch in Transition. Ja? Und so und schlussendlich eine wirklich messbare, ja? Da gibt es auch bis zu 10-mal höhere Performance. Ja? Also, und Qualität zu erbringen. Dann eben das Agile Manifesto wurde gemacht, da war der Jeff Sutherland und der Ken Schwaber waren dort. Also Ken Schwaber ist auch einer der Begründer, und die vertragen sich in der Zwischenzeit nicht mehr so gut, das sind zwei unterschiedliche Firmen und Trainingsinstitute. Also Agile Manifesto, das haben wir gesehen, das ist so die Grundlage, auch philosophisch. Und der zweitletzte Punkt, das ist inzwischen Scrum, man kann es auch als Projektmanagement Framework verstehen. Ne? Also wir werden das dann im Prozess sehen. Ne? Aber weniger auf dem Fokus, das irgendwie so in ein Controlled Service Environment einzubetten,
und in der Governance, sondern wirklich mehr getting things done. Und es ist wirklich, es ist adaptiv, es passt sich an, es ist inkrementell. Ich kann mich erinnern, die Grafik vor, es wird Sprints, alles ist Timeboxed und dann immer iterativ. Man durchläuft immer wieder den gleichen Prozess und liefert Wert. Das wäre es hier, und verstehen Scrum ist einfach ein Weg, auch Ergebnisse zu liefern. Also ich kann alles damit machen. Ich kann Software, ich kann im Radioplanung, zum Beispiel in den USA, ich kann den Prozess Scrum-mäßig entwickeln, ich kann ein Auto bauen mit Scrum. Da gibt es auch ein Beispiel, Wikispeed, sehr beeindruckend, ne, was die gemacht haben. Müsst ihr mal googeln oder auf YouTube, gibt es ein gutes. Ja, gehen wir jetzt, gut, das kann man lassen, es gibt auch ein Buch mit Prinzipien, Aspekten, Prozesse. Was wir jetzt aber machen, wir gehen jetzt, damit ihr das richtig versteht, wir gehen durch den Prozess. Mal so ein Walkthrough, seht ihr ein schönes Bild mit vielen Kreisleinen, sehr typisch, das Iterative. Und wenn wir jetzt vorne anfangen, der Prozess beginnt mit dem Stakeholder Meeting, Initiate. Das war ein Business Case und das Project Vision Statement wird erstellt. Oder da werden dann auch Dinge festgelegt, wie das Projektteam, wir werden dann sehen, wie Scrum Master, Scrum Team, Product Owner. Das sind eigentlich nur die drei Rollen. Ja, und jetzt gehen wir hin, jetzt wird das konkret, jetzt fängt Scrum eigentlich richtig an. Es wird jetzt ein Product Backlog gemacht. Der Product Backlog ist die Summe aller Anforderungen. Funktional, nicht funktional. Und ganz wichtig, jede Anforderung wird als User Story dokumentiert. Es gibt klare Regeln, wie das gemacht wird. Zum Beispiel, ich als Blablabla will das und das, weil. Das ist eine User Story. Und dann gibt es eine Priorisierung. Also da Priorisierung, da ist dann schlussendlich das Business, weil ich sagen muss, was ist wichtig, was weniger wichtig. Und dann, was man macht, jetzt gehen wir in den Sprint. Also jeder Sprint timeboxed, alles ist timeboxed. 1 bis 6 Wochen lang darf ein Sprint sein. Immer gleich lang. Und am Anfang macht man die Sprintplanung. Jetzt werden hochpriorisierte User Stories. Genau, das heißt hochpriorisiert, das ist Value-Based, Return on Investment. Und die werden, da ist auch das Scrum-Team dabei, jetzt werden die diskutiert für die Aufnahme in den Sprint. Und was man dann hat, ist ein Sprint-Backlog. Also das sind Stückchen, also ein Product-Backlog, und sagt, okay, das ist jetzt die nächsten 4 Wochen, nächste Sprint, das needs to be done. Und am Anfang werden Sie sehen, das ist auch ein Lernzyklus. Am Anfang läuft es vielleicht noch nicht so gut. Das Team muss sich auch, sagen wir dann, Velocity, dann muss die eigene Performance kennen und dann wird es in der Zeit immer besser. Aber wenn wir dann den Sprint angefangen haben, dann gehen wir in den eigentlichen Sprint. Ich würde sagen, eine Woche ist wahrscheinlich populärer wie 6 Wochen. Das ist wirklich extrem. Oder am Ende steht ein potenziell lieferbares Ergebnis. Ein neues Produkt, Service oder Inkrement. Und der Sprint ist auch, das sage ich so, unanpassbar. Ne? Ja, also wenn der failt am Schluss, dann muss man den neu planen. Ne? Das ist alles timeboxed und ein weiterer Timebox ist ganz wichtig, das Daily Scrum oder Daily Stand-Up Meeting. Auch 15 Minuten und da geht es darum, ne? Jeder Team-Member sagt, was habt ihr gemacht, was wird er machen und gibt es, und das ist jetzt eben dieser Lernprozess, gibt es Impediments, Hindernisse. Ja, da muss dann der Scrum Master, das ist der Coach, der muss dafür sorgen, dass Hindernisse aus dem Weg geräumt werden, die dem Erfolg im Weg stehen.
Ja, und das ist ein Beispiel, das ist ein Scrum-Board von mir. Aber das ist eigentlich das wichtigste tägliche Hilfsmittel. Und das muss auch auf Papier, also das muss physisch sein. Man trifft sich vor diesem Scrum-Board. Man hat dann, sieht, das sind User Stories. Man hat dann To-Dos. Die Leute sind auch sehr autonom. Die Leute entscheiden, welches das sie nehmen sollen. Wollen. Und das ist dann auch Doing und dann irgendwann Done. Und rechts wird genau getrackt. Burndown. Am Schluss muss alles verbrannt sein. Das Sprint-Goal muss erreicht sein. Da gibt es dann auch Analysen, wie. Wenn alles in der Mitte ist, das heißt, man hat viel angefangen, hat nichts fertig gemacht, da ist dann eben die Devise Start Finishing, Stop Starting oder Finish Starting. Gut, ich habe jetzt eine Frage. Gut, da hat Oliver Bryan eine Frage. Sind nach Scrum alle Sprints immer gleich lang? Ja. Und die Antwort ist ja. Man muss es am Anfang festlegen. Man sagt 2 Wochen und dann läuft das wirklich in diesem 2-Wochen-Zyklus. Zum Beispiel bei Kanban ist das nicht so. Kanban ist da flexibel. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Gut, jetzt weiter im Prozess. Also wir haben jetzt quasi einen Sprint abgeschlossen und jetzt gibt es ein Sprint Review. Also das ist halt die klassische Abnahme. Das ist der Product Owner, das ist der Voice of the Customer, der sagt, ist okay oder ist nicht okay. Da gibt es halt eine Definition of Done, oder? Das muss alles zum Vornherein abgemacht sein. Was heißt Done? Das kann verschiedene Dinge bedeuten. Ist getestet, ist es. Und dann darf man nicht verwechseln, jetzt kommt der Lernprozess, das Sprint Retrospective. Also wir haben ja hier im Daily haben wir ein Learning jeden Tag. Aber dann am Ende vom Sprint, das ist auch wieder Timebox. 4 Stunden, also je nach Sprintlänge auch. Und was ist gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen? Was können wir im nächsten Sprint besser machen? Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Und eine Woche ist vorüber. Und jetzt geht es Grooming. Also man hat ein Product Backlog, aber gewisse User Stories sind jetzt abgearbeitet. Man geht auch wieder hin und diskutiert dann, was von dem, was übrig bleibt, was nimmt man in den Sprint. Und was auch interessant ist, in der Zwischenzeit sind vielleicht Changes reingekommen. Also Changes werden aufgenommen. Aber das muss natürlich unter Change-Kontrolle sein. Also seht ihr, das Scrum ist sehr einfach, sehr strukturiert. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr Minimal-Framework. Man kann das ganz oder gar nicht machen. Und ist nicht wie andere Frameworks, wo man dann Maximal-Frameworks, wo man auch Dinge rausnehmen kann, die einem gefallen. Der Jeff Sutherland hat mir auch mal gesagt, ein Problem bei Scrum ist, er sagt im Scrum-Button. Das heißt, die Leute, die ihm sagen, yes, we do Scrum, but. Ja, und dann funktioniert es eben oft nicht. Das ist wirklich problematisch. Noch zu den Rollen. Also habe ich 3 Rollen. Das ist effektiv, also ich finde da kein Projektleiter. Was es gibt, ist der Product Owner, das ist der Voice of the Customer. Der gibt eigentlich die User Stories vor. Der definiert die Anforderungen, die dran generiert Return on Investment. Und in den USA, das wird von Google, Apple etc. das wird praktiziert. Oder bei Apple war Steve Jobs der Product Owner. Ein exzellenter Product Owner. Und jetzt sind sie auf der Suche nach einem neuen. Oder wahrscheinlich mehrere. Auf der anderen Seite haben wir den Scrum Master. Der ist eben nicht klassisch Projektleiter. Das ist eigentlich Command and Control, sondern man sagt Servant Leadership Style. Der ist
der räumt Hindernisse aus dem Weg. Der schafft die Umgebung, dass eben die hier arbeiten können. Und das ist auch das so Wichtige, das Scrum-Team, übrigens ein Scrum-Team darf nie größer wie 9 Leute sein. Das muss immer cross-functional sein. Es gibt keine spezialisierten Teams, oder die nur bestimmte Gebiet abdecken, sie sind querbeet. Und das hat nämlich, das hat viele Gründe, aber das hat mit schnelleren Entscheidungswegen zu tun. Ne? Finde ich wirklich sehr, sehr gut. Oder? Und die Frage, die oft auch, was ist, wenn man große Projekte hat? Da gibt es ja mehrere Scrum-Teams. Da gibt es Kaskadierung, Scrum of Scrum. Ne? Also man hat dann oben ein Scrum-Team, das die eigentlichen Scrums koordiniert. Ne? Also man kaskadiert das einfach. Scrum of Scrum, okay. Scrum of Scrum of Scrum. Ne? So ganz große Projekte. Noch kurz, oder, was User Story sehr wichtig, oder, dass man Antworten richtig definiert. Und das hat wirklich, das ist jetzt auch, das Ganze hat wirklich damit, man will Wert generieren. Oder. Man hat irgendwo das Konzept der Person, das ist eine fiktive Person, oder, in dem Beispiel die Vanessa, oder, Backpack, man will verstehen, oder, was will die, was ist ihre Motivation. Und dann hat man hier die User Story, oder, die muss genauso formuliert sein. Ja, also ein weiteres Beispiel, Captain Picard, oder? As a captain, I would like the log function to automatically use today's Starbay. Gut, jetzt fehlt das because, oder? Aber das kann man sicher dazu denken. Oder? Ja, könnt ihr mal durchlesen. Welcome to reality. Habe ich am letzten gefunden. Ja, das ist dann auch ein bisschen gemein. Und Scrum ist ein bisschen einfach zu verstehen. Eben ist es auch, wenn man das von Scrum allein oder das Buch liest, das ist sehr sick, das ist ein Minimal-Framework. Aber es ist eben schwierig zu implementieren, weil was sind die Konsequenzen? Ich meine, Unternehmensstrukturen verflachen. Man hat nur Product Owner, Scrum Master, Scrum Team. Und es erfordert eine andere Vorgehensweise. Ja. Das war halt, ja, man muss schnell starten mit etwas, oder man setzt mal den Kunden zusammen, man geht iterativ. Also jetzt mal zum Scrum, was es jetzt auch noch gibt, Lean Kanban. Also eigentlich gibt es ganz verschiedene Strömungen. Also wenn man da ein bisschen liest, auch Literatur, oder? Das gibt ja Lean per se ist ja, kommt aus der Industrie, ja. Da gibt es Lean Project Management, Lean Development, Kanban, ja, auch aus der Industrie, ja, Toyota, ja, ist dann mehr, ich sag mal, Tool, ja. Aber da gibt es auch wieder dann Kanban, Software Development und was eben, jetzt nenne ich das alles kombiniert, ja, das ist so Lean Kanban, Project Management, müsste man sagen, was eben eine Kombination und die Integration von Lean Management Prinzipien, ne? Also das sind die Ursprünge vom Agile, und dann der Kanban Praxis und auch Visualisierungsmethode. Das ist dann sehr ähnlich wie das Scrum Board, ne? Was wir gesehen haben. Scrum. Da Prinzipien, Eliminate Waste. Ne? Es gibt dann auch Definitionen, was für eine Art von Waste gibt es. Es gibt so unnötige Dokumentation, die keinen Wert generiert. Defects, Low Quality, Code written but not used. Das zweite, Amplified Learning. Ne? Das halt, ich komme dann noch zu Kaizen. Ne? Also das ist halt wirklich urjapanisch, also Plan, Do, Check, Act, Plan. Kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Das ist tief drinnen dort, auch in der Kultur. Dann Team Empowerment. Und dann der nächste, also das ist, ich auf der Zunge zergehen lassen, Decide as late, also so spät wie möglich.
entscheiden. Wieso? Weil eben, wenn man gewisse Entscheidungen früh, also man hat da noch nicht genügend Informationen, das ist nämlich Fehlentscheidung. Also dann den Informationsnachteil. Oder man muss fähig sein, eine Entscheidung auch jederzeit anpassen zu können, wenn sich zeigt, dass am Schluss keinen Wert liefert. Und dann deliver as fast as possible. Build quality in, ja, Qualität, optimize the whole. Ja. Also wenn man da eben so eine kontinuierliche Verbesserung im Einzelnen, am Schluss tut man auch das ganze System optimieren. Und wenn man jetzt das Ganze wird kombiniert mit Kanban, oder? Das ist dann sehr ähnlich wie das Kanban. Ja. Man geht hin, man trifft sich auch regelmäßig. Die Teams, oder was, wo bin ich dran, was ist noch zu tun. Und ja, drei simple Regeln hinbauen, denn man kann so den Workflow visualisieren. Limit work in progress, ja, also getting things done, measure und measure flow. Also Fortschritt, das das jederzeit transparent macht. Oder in dem Zusammenhang, ich habe das noch nicht erwähnt, oder ist überall und das auch schlussendlich Scrum, oder von dem beeinflusst ist halt die Philosophie von Kaizen. Oder? Also Kaizen, also ein guter Change, also Veränderung zum Besseren. Oder? Man kann solange man sich verbessert, ist man auf dem richtigen Weg. Oder? Das kann ja aus dem Einzelnen kommen, aus den Teams, aus den Abteilungen. Ne? Man plan, do, check, act, das ist dann die Formalisierung der Daming-Seite. Ne? Man plant, man setzt das um, oder man überprüft, ob das, was geplant wurde, auch umgesetzt wurde. Und wenn es nicht so ist, oder, dann muss man sich verbessern. Dann stimmt das nicht. Ne? Oder vielleicht stimmen die Ziele auch nicht. Und so geht man dann in die kontinuierliche Verbesserung. Ja, nicht wie der Sisyphus, oder, der den Stein nach oben rollt und dann ist man fertig und dann rollt der Stein wieder nach unten. Man fängt wieder von vorne an. Oder? Das ist eben noch ein Problem, oder wenn diese Philosophie nicht oder keine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung hat. Mal schauen, ob es noch Fragen gibt. Noch? Ah ja, okay. Nein, gut. So, Entschuldigung. So, jetzt DSDN, also Respirat, das sind so die Herkunft. Also Rapid Application Development sagt sicher jeder von euch etwas, dass also jetzt die Box hier, das hat sehr viel mit Prototyping zu tun. Man hat Anforderungen, man bereits im eigentlich Design, oder man versucht dann relativ schnell ein Prototyp herzustellen, dass der Kunde was sieht. Man sagt klar, da sind wir jetzt natürlich voll in der Softwarewelt. Und das hat dann auch dazu geführt, diese Entwicklung der ganzen Rapid Application Prototyping Tools oder IBM hat eine große Rolle gespielt. Und was jetzt eben sehr unbekannt, glaube ich, in unserem Breitengrad ist DSDM. DSDM hat das dann weiterentwickelt und die Idee war nämlich auch, dass es da nicht nur um Softwareentwicklung geht, für jede Art von Projekt. Und das ist ein sehr so full-blown Projekt. Management-Methodologie, agile Projektmanagement-Methodologie, sehr ausformuliert, für viele aber auch dann eben zu komplex und zu schwierig zu verstehen. Aber hier sieht man, man hat am Anfang, was man macht, ist Pre-Project, also mal Initiierung, Festlegung, Rahmenbedingungen, da gibt es eine Feasibility, eine Machbarkeit.
mit auch Wirtschaftlichkeitsprognose, Begründung des Projekts. Und dann, oder, geht man eigentlich hin, oder, und da sehen wir es wirklich iterativ. Also Exploration, das heißt, man spricht auch mit dem Kunden, oder man versucht, etwas sichtbar zu machen, das bereits das Ergebnis so ist, der Kunde haben will, und das heißt Exploration, oder, iterativ, und wenn man sieht, okay, das ist es jetzt, oder, dann geht man wirklich ins Engineering, ins Eigentliche, beim technische Entwicklung. Oder, aber auch da kann es dann wieder zurückgehen, oder, sagt, schlussendlich ist wieder das gleiche Prinzip, das wir schon gesehen haben. Man hat das auch versucht, wirklich massiv zu formalisieren. Dann natürlich das Deployment. Und Post-Project, ja. Auswertung der erreichten Nutzenmaximierung. Das hat viele oft, wenn ihr Projekte gemacht oder am Anfang hat man einen Business Case, man verspricht sich viel, aber dann nach und nach schaut kein Mensch, ist das wirklich eingetroffen. Ist der Nutzen, also ich habe Geld gemessen, oder Anzahl Nutzer oder wie auch immer, trifft das wirklich ein. Also so gesehen, DS und übrigens der neueste Release, also Sache Patterns, das ist ein bekannter Begriff, das ist der Name des neuesten Release. Genau. Was ich vorher erklärt habe, diese einzelnen Phasen. Ich stelle die Präsentation dann auch aufs Web, das könnt ihr dann nachher studieren. Ja, es gibt dann Prinzipien, das ist auch interessant, jede dieser, wir hatten bei Lean hatten wir Prinzipien, bei Scrum, die habe ich nicht erwähnt, aber die sind auch Prinzipien und das geht immer so in die gleiche Richtung. Also Kunde steht im Vordergrund, die pünktliche Lieferung, auch immer gut, Zusammenarbeit, das iterativ, kontinuierlich, klare Kommunikation, das sind die Prinzipien, die leiten dann die Bahn für die ganze Entwicklung des Frameworks. Okay, was haben wir sonst noch? Es geht ja jetzt Crystal, das. Also die meisten Leute, die da ein bisschen gefragt oder was kennt ihr Kanban, kennt ihr DS und Crystal kennen, also wirklich die aus der tiefen Softwareentwicklung kommen, die kennen das schon. Aber Crystal ist Alistair Cooper, übrigens auch, der hat beim Agile Manifesto auch mitgewirkt. Und das ist eine Größe in der Softwareentwicklung und das ist eigentlich eine Familie von Methoden. Und die sind dann auch mit Farben gekennzeichnet. Es gibt also Crystal Clear, ist die einfachste. Und die Idee ist eben hier, dass oder man ein kleines Projekt oder ein nicht komplexes Projekt erfordert eine andere Methode, wie ein groß komplexes Projekt mit vielen Teilnehmern, vielen Stakeholdern. Und die Idee ist halt, das ist wirklich so neu, dass man nimmt die schlankest mögliche Methode, die ja immer noch das Projekt zum Erfolg führen soll. Und da gibt es dann Kriterien, also da eigentlich die unten sind am wichtigsten, also Anzahl Mitarbeiter, Projekte, und dann wird dann die entsprechende Farbe gewählt. Und das ist dann eine tailored Methode, also das. Da geht es vor allem um Kommunikation, oder? Und auch die, wie man sich abspricht, oder? Im Team nach außen. Bei Crystal Clear ist es extrem schlank. Oder? Das ist eben schon noch, denke ich, gut, oder? Die erfordert dann eine schlanke Organisation. Oder? Das ist so zu überladen mit der Administration, das bringt nichts. Und das ist eigentlich so, das war ich noch lesenswert, um sich da mal zu vertiefen. Oder? Da gibt es auch wieder. Genau. Einige kommen uns bekannt vor, es geht immer in die gleiche Richtung, also laufende Kritik und Verbesserung. Das ist eben wirklich, also sind auch die kulturellen Voraussetzungen, das funktioniert, in vielen Firmen funktioniert das nicht. Man muss offen sein für Kritik.
Und das ist dann Basis für Verbesserungen. Das hat dann auch mit persönlicher Sicherheit zu tun, das ist auch so ein neues Element. Also das Kritik ist wichtig, aber es darf nicht die Integrität der Leute verletzen. Passiver Wissenstransfer, ich sage noch, es ist nicht selbsterklärend, das hat damit zu tun, dass die Leute, die sollen co-located, also zusammen nahe beieinander sein, ne? Dass man ist dann viel effizienter. Also ich wohne, das ist ja komplexe, das Projekt ist auch komplex, man muss sich absprechen, man hat noch eine Frage. Und wenn wir alle zusammensitzen im Raum, ist es halt viel einfacher. Ja, das sind so diese Prinzipien. Crystal, was seht ihr, also wenn ich jetzt noch mitnehmen möchte, hier oder hier vielleicht eine Familie von einzelnen Methoden, die haben viele Gemeinsamkeiten, aber je nach Komplexität, das ist dann auch schlanker oder heavier. Man will es auch wirklich auf die Gegebenheiten anpassen. Was gibt es sonst noch? Also ganz kurz, es gibt Extreme Programming, Test-Driven Development, Feature-Driven Development. Ganz kurz darauf eingehen. Extreme Programming. Ja, da, das ist halt wie der Name schon sagt, da geht es wirklich im Fokus das Lösen einer Programmieraufgabe. Das wird im Vordergrund gestellt. Ja. Und damit man dem, was Extreme sagt vielleicht, dass formalisierten Vorgehen wird geringere Bedeutung zugemessen. Also es halt, wird auch oft kritisiert, oder? Weil eigentlich geht es auch viel um Risikomanagement. Also Extreme Programming sagt, ja, geht Risiko ein, ne? Aber ihr müsst das Risiko unter Kontrolle haben. Ne? Also auch Risikomanagement ist wichtig. Und das hängt halt überall viel von guten Leuten ab, oder? Also dann gibt es TDD, Test-Driven Development. Ja klar, ich meine, Tests spielen immer eine Rolle. Also man dachte, naja, das ist ein Scrum, oder gibt es auch Sprint, wird abgenommen. Aber da ist halt die Entwicklung wirklich von Testfällen und Ergebnissen getrieben. Also Testfälle werden sogar vor der Entwicklung erstellt. Und der Code wird so entwickelt, dass sie eigentlich den Testfall erfüllt, und da gibt es eine inkrementelle Verbesserung da. Also man hat ein Resultat, ein Defekt, man behebt das und unter Umständen ändert auch die Anforderung und dann die Testfälle, die daraus resultieren. Und dann Feature-Driven Development, das ist das Letzte, was ich euch vorstellen will. Das stellt, ja, das ist jetzt für mich ein bisschen billiger, aber das tut den Feature-Begriff in den Mittel. Stellen. Also Feature hat natürlich jetzt mit einer Anforderung zu tun. Und jede Feature stellt einen Mehrwert für den Kunden dar. Und da wird dann halt auch der Versuch, das wirklich zu zerlegen, die Gesamtanforderung, einzelne funktionale Features. Da seht ihr, da ist auch so ein grober Prozess, wo man es dreht sich dann schlussendlich ums Feature, oder? Man plant jede Feature, man entwirft, konstruiert und je nachdem passt es wieder an. Das sieht auch wieder das Kreislein, oder? Das ist auch typisch für Agile, das iterative Vorgehen. Eben da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig in die Tiefe, oder? Weil ich will nicht sagen, die sind nicht wichtig, aber die anderen. In allen voran natürlich Scrum, oder? Scrum ist sehr wichtig. Genau, was ich vielleicht nicht erwähnt habe, gehen wir nochmal zurück. Sollte eben, genau hier. Ne? Also wenn wir jetzt nochmal Retrospektive machen, dass, ja, ich habe zuerst Scrum vorgestellt von Lean Kanban. Ne? Und Lean Kanban und Scrum sind sehr, sehr ähnlich, oder? Also die ganzen agilen Prinzipien kommen vor, halt auch so was wie ein so Scrum Board und dann das Kanban Board. Aber es gibt eben auch Unterschiede. Also Scrum ist halt schon sehr streng, was die Regeln anbelangt.
also Timeboxing, fixe Sprintlänge, das bei Lean Kanban nicht. Der Lean Kanban ist zum Beispiel sehr eine lose Ansammlung von Empfehlungen, Prinzipien. Ne? Oder dann Scrum schreibt auch vor, also sagt man noch Artefakte. Und, ein Artefakt war zum Beispiel das Product Backlog, oder? Aber das Zwingen, oder? Auch das Burndown Charts, das ist ein, dort sieht man während einem Sprint oder während die User Stories abgearbeitet. Aber das bei den Kanban ist das viel optionaler. Und sogar die Priorisierung, ne? Ist nicht so zwingend. Also zum Beispiel auch was ein Unterschied, also Scrum erlaubt keine spezialisierten Teams, Lean Kanban schon. Ja. Oder jetzt die Frage, was ist eher geeignet? Das ist natürlich schon so, ich habe das auch schon verschiedentlich gehört, nicht alles lässt sich timeboxen. Also man hat dann Scrum und Sprint eine Woche, aber je nachdem hat man eine User Story, die kann man nicht in einer Woche abarbeiten. Also größere Dinge, komplexere Dinge. Und dann wird das eben zum Stolperstein. Und da ist halt dann Lean Kanban alles ein bisschen lockerer. Ja. Gut. Zum Vergleich. Und ich habe da ganz am Schluss auch noch, ich habe dann eine Tabelle gemacht. Es gibt ja diverse Prinzipien, die wir jetzt gesehen haben, Agile. Und dann für die einzelnen Methoden, oder wie gehen die mit diesem Prinzip um? Ja, und da seht ihr dann auch wirklich die Unterschiede. Oder da seht ihr zum Beispiel Deliver Working Software Frequently. Also oder dann Lean Kanban ist eigentlich mehr on demand, oder das Scrum ist klar immer am Ende vom Sprint wird geliefert. Xtreme Programming sagt einfach, es muss iterativ sein, also es wird iterativ geliefert, ohne weiter darauf einzugehen. Und so weiter. Ja, da geht jetzt nicht. Gut, jetzt mal ein Blick auf die Uhr. Ja, schon fast um. Die Stunde ist schon fast um. Agile Trainings, auch gut, also wenn ihr jetzt da euch weiterbilden wollt, ich habe jetzt eine Stunde oder eine Übersicht gegeben. Also, wir als Glenfis bieten da ja auch diverse Trainings an, oder wir sind Training Registered Education Provider von Scrum Study. Und klar, da geht es mal sicher um Scrum, aber es geht eben auch Agile Expert Certified. Dann ich wirklich die Methoden, die ich jetzt vorgestellt habe, die werden vertieft. Und dann halt, weil das halt schon wirklich am populärsten ist, der Scrum Master. Scrum Master sehr beliebt, oder wer dann eher auf Kundenseite ist, oder sagen wir, der die Requirements definiert, das ist ein Scrum Product Owner. Also die, ich muss verstehen, die sind auch nicht aufbauend aufeinander gekurst, die kann man unabhängig machen. Das wäre ein Punkt, die ich jetzt in Gruppen abreagiere. Also seht ihr auch jetzt in unserem Portfolio, das wir anbieten, im ganzen Training, hier Scrum und noch die ganzen anderen Kurse, da gehe ich nicht drauf an. Ja, habt ihr noch Fragen? Ich von meiner Seite wäre eigentlich fast durch. Ich gehe mal da in. Gut, keine Fragen, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich zu bedanken für eure Teilnahme. Also ich hoffe, ihr habt da was gelernt. Und könnt euch überlegen, welche Methode für euch die geeignetste ist.
das Webinar, ich werde das auf unsere Glenfis-Seite stellen, oder auch mit den Folien. Ich kann das auf Wunsch auch direkt euch versenden, oder ihr könnt mich jederzeit kontaktieren unter dieser E-Mail-Adresse. Für Fragen stehe ich natürlich jederzeit zur Verfügung. Dann unser Blog, wöchentlich abgedatet, unsere Webseite mit der Trainingsübersicht. Ja, und dann das nächste Webinar ist im Moment nichts geplant, also wir sind jetzt eher so in der Sommerpause, aber ich denke, demnächst wird ein neues Webinar announced und da könnt ihr dann euch informieren auf der Glenfis-Seite. Gut, dann herzlichen Dank und dann verabschiede ich mich und wünsche euch noch einen guten Rest der Woche.